Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr bestimmt schon in der Überschrift lesen könnt, wie man im LS 2013 fliegen kann. Und das Gute ist, man muss sich nicht einmal was downloaden. Das geht ganz einfach, und zwar ihr geht eigene Dateien, dann geht ihr auf My Games Farming Simulator 2013 und dann findet ihr hier so einen Game Ordner, sage ich mal, oder Dokument, und dann müsst ihr dann mit der rechten Maustaste draufklicken und müsst dann mit Editor öffnen. Dann kommt dieses Fenster hier und da müsst ihr dann bei hier bei Control False Controls müsst ihr dann statt False True eingeben. Das hier. Also das müsst ihr praktisch reingeben. Das hier. Und dann funktioniert es auch. Dann geht ihr auf Schließen und auf Speichern. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich wieder im Spiel. Willkommen zurück hier im Spiel, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, was ich euch versprochen habe. Ihr müsst die Taste unter der Escape-Taste drücken. Ich nenne die jetzt einfach mal größer, kleiner Taste, wie der auch gerade eingeblendet. Und die müsst ihr zweimal drücken, bis hier links die Raute kommt. Und da müsst ihr mit der Tabulator-Taste, wie der auch gerade eingeblendet, so lange drücken, bis kommt... Mal gucken, das hier. GS Toggle Flight and Now Hood Mode. Das muss stehen hier. Und dann könnt ihr mit der Return-Taste einmal drücken, wieder schließen mit der gleichen Taste, wie ihr es geöffnet habt. Und könnt dann auf Q, J drücken, sorry. Und könnt dann mit Q fliegen. Und ja. Das war es jetzt eigentlich schon zu diesem, sage ich mal, Tutorial. Wie man fliegen kann im LS 2013. Also ist ganz einfach, man muss jetzt nicht irgendwie installieren oder so. Ihr könnt mit der Taste Q könnt ihr weiter nach oben steigen, und mit der Taste E könnt ihr wieder sinken. Das könnt ihr verschnellen durch die Umschalttaste, also wo man halt normal auch rennt. Ja, das war's jetzt eigentlich schon zu diesem Video hier wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Natürlich würde ich mich auch über einen neuen Abonnenten freuen. Und wer sich jetzt fragt, wo der Link für diese Mod ist, der sucht vergeblich, denn für diese Mod gibt es hier kein Programm. Ihr müsst es einfach nur so machen, wie es ich euch gezeigt habe am Anfang des Videos, und dann müsste es eigentlich funktionieren. Wenn es bei manchen irgendwie Fehler gibt oder so, schreibt mich ruhig an, ich werde auch alle beantworten. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, und bis dahin macht's gut. Ciao.